Hallo und herzlich willkommen, meine liebe CK-Crew. Hier ist wieder euer Commander Quill mit einem kleinen Informationsvideo. Und zwar geht es in diesem Video eigentlich nur um einen kleinen Test. Und es bezieht sich darauf, wie man Missionen beeinflussen kann auf einer Map. Und das Ganze werde ich für euch ausprobieren und werde euch das Ganze dann natürlich hier im Nachgang, wenn ich es vorbereitet habe, auch zeigen. Also bis gleich, wir sehen uns wieder, sobald ich mit der Vorbereitungsarbeiten fertig bin und sage euch dann, was ich getan habe. Ja, und da bin ich auch sofort wieder, Leute. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich habe mir schon gedacht, dass das, was ich vorhabe, halt ein bisschen Zeit beanspruchen wird. Und zwar, jeder kennt die Felsbrunnen-Map. Jeder weiß das. Auf Feld 3 oben auf dem Berg. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Und zwar, hier oben auf diesem Berg gibt es das sogenannte Rasenfeld. Ja, und ich habe jetzt einfach mal drüber nachgedacht, so Mensch, Leute, ist es vielleicht möglich, weil jedes Mal hier mit diesen Missionen, ich rede hier von den Missionen, Leute, ne? Wenn ihr Missionen habt, gibt es ja die Ballenpressmission auf Feld 3, weil das ein Rasenfeld ist. Und jedes Mal mit einem Klabam hier den Berg hochzufahren, haben wir uns schon mehr oder weniger in der Community Map im Multiplayer öfter mal drüber beschwert quasi, dass, oh was, ich muss da alles hochfahren, hin und her fahren, kann mir mal irgendwer helfen. Und ich habe mir jetzt Gedanken drüber gemacht und gesagt, wieso mache ich hier drüben nicht einfach ein anderes Feld raus und lege das Rasenfeld einfach woanders hin. Und das habe ich jetzt in dem getan. Ich habe das Rasenfeld jetzt einfach hier unten neben das andere Missionsfeld. Ein Missionsfeld Nummer 30 ist Standardrasen und ein Missionsfeld Nummer 31 habe ich jetzt auch zu Rasen gemacht. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Es funktioniert. Hier, Feld 31, Ballenpressen, Leute. Also, wir können auf jeder Map die ganzen Missionen beeinflussen. Hier sehen wir auch, Feld 30 ist auch drin. Feld 30 ist auch aktuell passend natürlich drin mit Ballenpressen. Aber Feld 31, was ich neu angesehen habe, ist auch mit drin, Leute. Also, richtig geil. Wir können also die Missionen beeinflussen und sagen, ich habe keinen Bock, jedes Mal da hochzufahren zu Feld 3, um eine Ballenpressmission zu machen. Aber ich mag es, Ballenpressmission zu machen. Also gehe ich jetzt einfach runter, mache Feld 31 dazu, nehme Feld 30, genau passe. Ich kann sogar beide Missionen gleichzeitig hintereinander machen, wenn ich Bock habe und muss gar nicht weit fahren. Mega geile Aktion, das heißt also, ihr könnt jedes Feld einfach bestimmen, was da passieren soll. Ihr könnt jetzt auch hingehen und sagen, nö, ich will Feld 13 oder 12 einfach haben, weil das die größten Felder hier sind, oder sogar Feld 10. Macht da einfach Rasen drauf und kriegt da dann die Mission reingedrückt, um dort Beinpressmission zu machen. Mega geil, wenn euch das gefallen hat, diese Information, dann droppt ein Däumchen nach oben, sagt euren Freunden Bescheid, teilt uns dieses Video und lasst ein kostenloses Abo dafür mehr und aktiviert die Glocke. Das war's von mir, chill mit Ö, euer Commander Keule.